das Kooperationsnetzwerk des Business Scouts for Development Programms. Die Globalisierung birgt viele Chancen für mehr Wohlstand. Jedoch profitieren nicht alle gleichermaßen. Besonders in Ländern des globalen Südens ist angesichts der ökologischen und sozialen Herausforderungen nachhaltiges Engagement gefordert. Ein starker sozial- und ökologisch gestalteter Privatsektor kann dazu beitragen, menschenwürdige Arbeitsbedingungen und verbesserte Lebensumstände auf nachhaltige Weise zu schaffen und somit die Ziele der Agenda 2030 zu erreichen. Daher unterstützt die Bundesregierung privatwirtschaftliches Engagement in Ländern des globalen Südens. Doch Markteintritte in Entwicklungs- und Schwellenländern sind oft komplex und nachhaltige Produktionen und Prozesse sind eine Herausforderung für die Wirtschaft. Hier kommen die Business Scouts for Development ins Spiel. Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unterstützen sie Unternehmen dabei, sich mit potenziellen Partnern in über 40 Entwicklungs- und Schwellenländern weltweit zu vernetzen. Sie sind vor allem in den Industrie- und Handelskammern, den Auslandshandelskammern sowie Verbänden und damit in die Strukturen der Wirtschaft eingebunden und begleiten Kooperationsprojekte langfristig und erfolgsorientiert. An ihrem jeweiligen Einsatzort sind die Business Scouts aktiv vernetzt und helfen Unternehmen individuell, ihr wirtschaftliches Engagement nachhaltig zu gestalten. Sie beraten in Deutschland oder im Partnerland zu den Förderinstrumenten der deutschen Entwicklungszusammenarbeit und informieren beispielsweise zu interessanten Sektoren und zu den Konditionen des Markteintritts. Ein Business Scout in Côte d'Ivoire unterstützte beispielsweise ein deutsches Start-up dabei, Arzneiverpackungen mit Krypto-Codes zu versehen, um so dem Handel mit gefälschten Medikamenten vor Ort entgegenzuwirken. In Indien bietet das Business Scouts for Development Programm Schulungen zur unternehmerischen Sorgfaltspflicht an, um Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden und Firmen in ihrem verantwortungsvollen Handeln zu unterstützen. Auch fanden eine ugandische und eine deutsche Tischlerin durch das Programm zusammen, die gemeinsam eine Trainingsreihe für junge Frauen im Handwerk konzipierten, um mehr HandwerkerInnen in Uganda auszubilden. Dank einer Vielzahl solcher Initiativen wird die lokale Wirtschaft in den jeweiligen Partnerländern gefördert, wodurch nicht nur neue Handelsmöglichkeiten, sondern auch Arbeitsplätze und Perspektiven für die Menschen vor Ort geschaffen werden. Und so profitieren alle. Kontaktieren Sie die Business Scouts direkt über leverist.de.